Wozu Literatur in Zeiten, und das sind nicht erst die unsrigen, in denen die wahre, um mit Hölderlin, mit Heinrich Mann oder Bert Brecht zu sprechen, Vorzug hat vor dem Menschen. In Zeiten, und das sind die unsrigen, in denen sich die Studenten ihren verfassungsrechtlich verankerten Bildungsanspruch mittels Studiengebühren als Ware erkaufen müssen. Da wird zur Ware degradiert, was des Menschen ist, und nicht zufällig hieß ja das Unwort des Jahres 2004 Humankapital. Wozu also Literatur in Zeiten, auch in denen das Kalkulierbare Vorrang hat vor der Fantasie? Und ich lasse mich nicht darauf hinausreden, Entschuldigung, dass wir ohne Fantasie ärmer werden. Das Argument ist mir zu billig angesichts der Milliarden, die unser Staat für fantasielose Mehrwertprojekte ausgeben kann. Als ich studierte, meine Mutter war Kriegerwitwe, gab es keine Studiengebühren und keine Reglementierungen. Und der Staat war damals ärmer als heute und hätte mehr Grund zur Reglementierung gehabt. Ich konnte mir meine Studienfächer auswählen. Ich konnte mir meine Studienplätze auswählen. Ich konnte auch zunächst etwas ganz anderes studieren, als ich schließlich mit der Germanistik studiert habe, nämlich Kunstgeschichte und katholische Theologie. Ohne dass das zu einem Nachteil für mich gereicht hätte, für mein späteres Studium.